Ja, liebe meine Freunde und herzlich willkommen zu Rescue 2013 Helden des Alltags. Ja, und hier ist wieder euer Jim Myers. Und das letzte Mal habe ich festgestellt, ja, ich habe einfach am Anfang zu viel Geld ausgegeben. Wir müssen einfach neu starten. Aber das ist ja gar kein Problem. Wir waren ja eh noch nicht allzu weit, aber wir werden jetzt am Anfang noch kein Geld ausgeben, sondern erstmal hier diesen Schlauchwagen dann kaufen, weil der kostet 3000. Und ich denke mal, die kriegen wir verdammt schnell hin. Gut, das Bauen kann man überspringen, das haben wir eh schon gehabt. Bauen tue ich jetzt auch noch nichts. Ich werde jetzt erstmal auf die Alarm-Ding gehen. Halt, nein. Moment, Personal nochmal einstellen. Verstanden. Zwei Leute Hammer, zwei braucht man noch. Natürlich schauen wir da, wer was kann. Schüchtern, Vaterfigur, Sportler. Jo, was haben wir sonst noch? Sozial, ordentlich, Mechaniker. Den nehmen wir mal mit. Mechaniker ist immer gut. Ymirkaya ist unbeschwert. Dieser Charakter neigt dazu, Dinge auf die lange Bank. Oh nee, das wollen wir nicht. Also auf lange Bank wollen wir überhaupt nicht unbeschwert. Nein, hey, macht sie alles auf lange Bank oder was? Fleißig? Wichtig tut. Aber Stratege. Naja, hauen wir den noch rein. Okay. Stratege ist immer gut. So, dann gehen wir gleich mal auf Alarm. Und schauen jetzt einfach mal, was passiert. Mir wurde gesagt, dass ich Formular ID10T ausfüllen soll. Ich kann es aber nirgends finden. ID10. Mein Onkel ist ein Entwickler in einem Spielstudio und würde gern vorbeikommen und sich für einen Feuerwehrsimulator, an dem er arbeitet, unsere Trainingseinheit anschauen. Darf ich ihn einladen? Gut. Ja. Hast du das Spiel gestern gesehen? Die hiesige Fußballmannschaft hat es echt drauf. 6:0, einfach klasse. Spitze. Mann, hey, was kommt mit der Vermeldung hin? Was erschöpft? Was soll das? Warum erschöpft? Warum ist er erschöpft? Hallo? Oh, Alarm. Okay. Zum Ausrücken vorbereiten. Das kann man. So. Bestätigen. Was haben wir denn? Ein kleines Feuer in einem Müllcontainer gemeldet. Okay, dann weiter zum Einsatz. Verstanden. So. Dann gehen wir mal hin zum Feuer. Komm. So. Mal schauen, haben wir hier irgendwo einen. Da haben wir einen, okay. Dann, kommst du hierher. Aber ein bisschen flott. Wir haben nicht allzu viel Zeit. Na komm. Mit dem Doppelklick geht's auch nicht schneller. Jetzt müssen wir halt immer schauen, dass wir Hydranten in der Nähe haben. Weil da ist nicht allzu viel Wasser drin in dem HLF. So, dann aussteigen. So, dann gehst du da und wo ist das hier? So, dann anschließen hier. Dann du holst dir gleich einen Schlauch. Und du holst dir auch einen Schlauch. So, dann fahren wir dich mal ein bisschen vor. So, dann geht's hier mal hier hin. Ups, du legst den hier ab. Gut, dann gehst du mal ein bisschen zurück, damit wir hier Platz haben. So, ihr hängt es da an. So, dann geht ihr da löschen. Hopp, hopp. Oh, oh, nicht mehr viel Zeit. Das ist echt verdammt knapp, die Zeit bemessen. Ich hoffe, das reicht noch. Gut, sieht so aus, als ob... Ja, Hammer. Fortfahren. Gut, jetzt haben wir 3200. Jetzt noch mal kurz gucken, was jetzt das Fahrzeug kostet. Der Schlauch. Ah, 4000 brauchen wir dafür. Okay. Gut, dann gehen wir gleich wieder in die Alarmbereitschaft und holen uns den nächsten Auftrag. Oh, da haben wir nächsten. Betriebshof.
Aus unbekannter Ursache hat ein Container im Industriegebiet des Hafens Feuer gefangen. Angrenzende Bauwerke sollen ebenfalls in Flammen stehen. Da es sich glücklicherweise um ein Industriegebiet und einen Güterzug handelt, sind keine Verletzungen zu erwarten. Okay, zum Ausrücken fertig machen. Gut, bestätigen und weiter zum Einsatz. So, und danach müssen wir uns das eigentlich leisten können. So, der Brand ist nochmal hier, genau. So, hier haben wir auch, genau, fahr gleich hierher. Benutzen wir nämlich gleich mal den Hydranten. Na komm. Ja, da ist er ja schon. So, hier hin. So, dann aussteigen. Dann gleich mal hier. Du holst dir das hier raus. Du holst das. Du machst das da fest. Du holst dir auch einen Schlauch. So, ich glaube, mehr braucht man nicht. Dann lassen wir den ein bisschen vorfahren. Dann halt. Du erst, komm, hast... Ja, mach ihn hin, komm! Mein Gott, stell dich blöd an. So, hier. So. Komm, wir haben nicht mehr viel Zeit. So, dann mal ab hier. Sieht gut aus. Gut. Haben wir sie? Jawohl. Gut. Dann haben wir das auch geschafft. Super. Na gut, jetzt können wir uns den einen kaufen. Wo ist er denn? Fahrzeugshop. Jetzt holen wir uns den hier. Den Schlauchwagen. Und nochmal zwei Leute für den Schlauchwagen. Was haben wir denn? Was bist du? Schüchtern. Weiß nicht, ob schüchtern gut ist. Sitzköpfig. Mechaniker. Sozial. Sportler. Fleißig. Vorsichtig. Okay, den nehmen wir mit. Vorsicht ist immer gut. Eigensicherheit ist immer wichtig. Okay, der ist ernst am Job. Der ist auch gut. Sitzköpfig. Weiß nicht. Vorsichtig, da machen wir so ein. Naja, nehmen wir den mal mit. So. Gut. Dann, ja, starten wir zum nächsten. Und hoffen, dass wir den schaffen, weil das müsste jetzt der eine große sein mit den drei Bränden in der Stadt. Den Telefonzellen oder was auch immer. Wir werden es ja gleich wissen. Ups, was haben wir da? Minus! Scheiße. Ich hoffe, dass das jetzt nicht allzu schlimm ist. Okay. Chef, zurzeit werden Spenden für den Aufbau einer neuen freiwilligen Feuerwehr in Nachbau. Wir können es uns nicht leisten. Verdammt, Moral verloren. Okay. Brandstiftung im Stadtzentrum, genau das ist es. Halt. Der ist bestätigt. Dann Schlauchwagen. Bestätigt und weiter zum Einsatz. So, ich hoffe es, dass wir es schaffen. So. Du gehst gleich mal hier rein, fahrst dorthin. Und du fahrst, wo haben wir hier einen? Hier haben wir einen, genau, dann dahin. Komm. So. Gut. Dann aussteigen. Ah, jetzt ist es schon wieder so blöd. So. Gut. Dann hopp. Hol dir das raus, komm. Und mach's da fest. So, dann du. Holst dir einen Schlauch. Du. Holst dir einen Schlauch. Du beeilst dich jetzt mal ein bisschen hier. So, dann machen wir das dahin.
Dann, ja. Fahr du mal ein bisschen runter. So, jetzt haben wir euch. Ja. Halt, nein. Da müssen wir hin. Wäre nicht möglich, das auch zu führen. Ja, mach hin, ey. Komm, wir haben wenig Zeit. So, dann geht's mal löschen hier. Dann schauen wir jetzt gleich mal hier hin zu Dene. Aussteigen. Gut, dann haben wir dich. Ah, komm. Na, Mann. Ja. So, mach das mal dahin. Und du holst Schlauch. So, du legst es dahin. So, komm, häng dein Ding dahin. Ja, komm, ein bisschen langsamer. Vielleicht schlaf schon nebenbei ein. Wäre auch nicht schlecht. Mann, echt. So. Dann schauen wir mal. Ey, was machen wir? Macht ihr nichts? Hallo. Los. Oh Mann, was ist mit dem Brand los? Du lässt hier gar nicht löschen. Gut, den Hammer. Dann abkoppeln, hopp. Einladen. So, dann... Du? Ja. Hebst das jetzt auf? Mann, das ist immer komisch, da die ganzen Arbeitsschritte immer zu machen. So. Gut, rein da. Dann, ihr könnt schon mal aufsitzen. Ja. Oh, oh, das wird echt zeitlich verdammt knapp. So, dann gehst du auch rein. Gut, so, dann fahren wir euch gleich mal hier hin. Oh, 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 oh. Wo haben wir da einen Hydranten? Haben wir da irgendwo einen? Da, okay, hier hin. Gut, so, dann schauen wir mal zu euch runter. Habt ihr das gelöscht? Super, gut. Dann, machst du das hier ab. So, gut, dann rein ins Auto. Dann du. Mann, das ist ganz schön. Nerven aufreiben, jeden Klick hier zu bestätigen und zu machen. So, dann gleich mal einsteigen hier. Einsteigen. So, und dann fahrt ihr auch hier hin. Gut, so. Ich fahr mal ein Stück weit vor. Jetzt habe ich noch mal viel Zeit. So, jetzt muss ich jetzt muss ich mich schicken. So. Toll, was macht ihr denn da, verdammt mal? Macht's halt hier einen Aufstand, oder was? Ja. So, du holst das, komm. Und mach's da fest. Du holst einen Schlauch. Na komm, nein, du holst einen Schlauch, hab ich gesagt. Du legst das... Ah, oh Mann. Also... So, dann machst du den Schlauch dahin. Dann kommst du. Machst einen Schlauch hin. Wo ist ein Schlauch? Machst den auch hier hin. So. Und du gehst auch dahin. Also die stehen sie noch gut, ganz gut im Weg, finde ich. So, jetzt bin ich nur gespannt, ob das jetzt gereicht hat. Ja, ja, ja. Ah, der Staatsanwalt hat sie gebeten, als Zeuge im kommenden Verfahren aufzutreten. Es ist bereits das dritte Mal, dass derselbe Täter wegen Brandstiftung festgenommen wurde. Auf ihn warten jetzt eine harte Strafe. Glücklicherweise konnte ihr Löschtrupp schnell eingreifen. Es gab keine Opfer zu beklagen.
und die Schäden waren nicht beträchtlich. Super. Gut. Ja. Herzlichen Glückwunsch. Sie wurden zum Brandinspektor befördert. Als Belohnung erhalten Sie folgendes. 2 Sanitäter. Ah. Neue Reserveeinheit verfügbar. Reserve, Rettungswagen, Notarzteinsatzfahrzeug. Neue Gegenstände zum Kauf verfügbar. Sanitäter. Angestellte können jetzt den Fitnessraum nutzen. Angestellte können jetzt den Schulungsraum nutzen. Okay, fortfahren. Ja, den Rettungswagen. Das Problem wird sein, ich kann mir noch gar keinen leisten. Doch, ich habe sogar einen. Cool. Wir haben sogar einen Rettungswagen. Ah. Das ist doch schon mal etwas. Jo. Super. Ja, gut. Jetzt sind wir soweit. Ja, vielen Dank erstmal fürs Zuschauen. Das war's für heute schon mal. Und jetzt haben wir das auf alle Fälle geschafft. Und ja, ich freue mich schon aufs nächste Mal. Und vielen Dank fürs Zuschauen. Und ja, bis denn. Und schönen Tag noch. Tschüssi.